Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin der Olli von Kettentreter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine App hat mir gerade gesagt, ich habe auf meinem neuen Gravelbike 1000 Kilometer runter. Zeit für ein Fazit. Was finde ich gut, was finde ich weniger gut? Kann ich es immer noch empfehlen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran bis nach dem Intro. Bis gleich. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück. 1000 Kilometer mit dem Cube Nuroad WSHPA aus dem Jahre 2024. Ich habe es euch da vorgestellt. Ich verlinke euch das nochmal. Ich habe euch auch schon ein Video präsentiert mit den ersten Umbauten an diesem Rad. Aber jetzt soll es mal um die Qualität der ersten 1000 Kilometer gehen. Hört sich erstmal viel an, 1000 Kilometer, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich so viel in so kurzer Zeit schaffe. So eine Woche oder anderthalb hätte ich mir vielleicht noch gegeben, aber ich hatte viel Zeit und hatte ich die Gelegenheit und habe dann mal schön in die Pedale gegriffen und oder getreten, besser gesagt, und habe mal ordentlich Kilometer geschrubbt mit dem Teil. Und so denke ich, kann ich mir auch gut jetzt ein 1000 Kilometer Fazit erlauben. Die ersten Upgrades hatte ich euch ja gezeigt. Da ist noch eins dazugekommen, das hatte ich beim Upgrade-Video versprochen. Ich habe mir den Vorbau ein bisschen eingekürzt. Gar nicht so einfach heutzutage irgendwie beim Fachhandel einen Vorbau zu bekommen. Also die haben standardmäßig nur die 100er rumliegen. Ein 100er war montiert, ich wollte eigentlich einen 90er oder einen 80er. Ich musste einige Läden abklappern, bis ich dann mal endlich einen gefunden habe. Der hier ist jetzt von Matrix, war so mit 25 Euro echt schon, ich sag mal so vor ein paar Jahren, wo sind die Zeiten hin, ne? Da gab es so eine Dinger, die lagen in der Grabbelkiste rum. Dann war dann Aufkleber drauf, 5 Euro, 10 Euro, fertig. Kannst du vergessen, gibt es nicht mehr. Musst du tief in die Tasche greifen und dann schmerzt auch so ein kleiner Vorbau, weil ja in der dran war. Ist sowieso ein bisschen schwierig immer heutzutage. Man kauft sich ein Bike und man fängt dann sowieso an, irgendwie was umzubauen. Ist ja eigentlich nicht schön. Wäre schön, wenn man für 1.199 Euro ein Fahrrad bekommt, was auch tatsächlich komplett ausgestattet ist und auch funktioniert. Aber die Zeiten sind wahrscheinlich lange vorbei und die kommen auch nicht wieder. Und deswegen muss man ein bisschen basteln. Bei den anderen Upgrades hier vorne final, das bleibt. Das hat sich bewährt bei Regengüssen. Das ist optisch und designtechnisch von SKS, das S-Blade vorne. Einfach genial. Hinten weiß ich es immer noch nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, was da passiert. Aber das werden wir sehen in den nächsten Wochen. Ich bin ja so der Typ, der fährt Satteltasche. Sowas hier, also Gepäckträgertasche. Ich habe jetzt hier die schöne von Falkenthal, die große 28 Liter. Es gibt die nochmal in 20. Die habe ich, aber diese Variante hier, die Cube sich einfallen lassen hat mit dem Gepäckträger, das fügt sich zwar alles schön in den Rahmen ein und sieht ziemlich stylisch aus. Auch mit dem von Cube vorgegebenen Schutzblech würde das dann hier so laufen, folgt der Linie, geht dann hinten wieder rein. Sieht alles ganz, ganz toll aus. Praktisch Schrott. Absolut. Ich zeige euch auch warum. Wenn ihr euch die Höhen mal anguckt, hier ungefähr so, ich habe es glaube ich so jetzt, ja, so ungefähr hängt die Tasche. Dann könnt ihr euch vorstellen, hier das Schwarze hier unten, das hängt direkt auf meiner Schaltung rum. So, kommen wir mal zum Fahrverhalten. Die Reifen, Schwalbe, G1, Allround. Ich sag mal, sie sind auf allen Terrains geil. Mit Abstrichen. Wenn du auf Rasen fährst, komplett, gerade wenn du so durch eine Wiese ballerst oder so, ich habe das Gefühl, die rutschen. Das halten sie nicht. Nasses Gelände können die gar nicht ab. Auch relativ starke Motter können die auch nicht ab. Was sie gut können, ist Asphalt. Was sie auch gut können, ist Graveln. Und egal, ob das jetzt der lose Schotter ist oder ein bisschen spitzere Sachen, können die alles gut ab. Zweite Einschränkung bei den Reifen, ich sag mal, ganz loser Sand, können die auch nicht so. Da kriegen sie auch das Schwimmen, aber ich glaube, da wird es schwierig, welche zu finden, die sich da ordentlich durchgraben. Ich werde da auch nochmal einen anderen Satz probieren. Ich habe da schon so ein paar Kandidaten ausgesucht, WTB ist dabei und vielleicht noch einen zweiten Laufradsatz, mal den Conti ausprobieren. Da gibt es ja auch so einen ganz beliebten
Müssen wir mal gucken, ob sich das da ein bisschen besser entwickelt. Bei dem Reifen hier, bei dem G1 Allround, hätte Schwalbe theoretisch auch in der Mitte eine glatte Kante machen können. Dann wäre er vielleicht auf Asphalt sogar noch ein Stück schneller. Also ich habe so gerade auf Asphalt so gemerkt, er will, aber er kann nicht. Und das war so meine Feststellung. Also das ist aber, wie gesagt, das ist mein Gefühl von meinem Fahrverhalten. Kann bei jedem anders sein. An den Luftdruck habe ich mich rangetastet. Zwischen 2 und 4 Bar sollen auf den Reifen rauf. Ich habe es mit 3 Bar probiert, eindeutig zu hart. Gilt aber auch für mein Gewicht, dieses Rad, meine Fahrstrecke. Kann bei euch völlig anders sein. Da kann 3,0, kann da komplett zu wenig sein vielleicht. Da müsst ihr 3,5 fahren oder was auch immer. Also da muss man sich rantasten. Habe ich mich jetzt rangetastet. Ich bin jetzt vorne bei 2,7, hinten bei 2,9. Und damit fahre ich eigentlich sehr, sehr komfortabel durch die Gegend. Ja, komfortabel auch mit der vorderen Verkürzung hier von 100 auf 80. Dadurch habe ich in meiner Sitzposition die Achse vor mir, vor dem Lenker. Dann das Gewicht. Die 10,2 Kilo, die Cube angegeben hat, sind es natürlich nicht bei dieser Rahmenhöhe. Ich habe ja hier die Size L, 58er Rahmenmodell. Hast du keine 10,2, da hast du 10,5 oder sowas. Aber ist auch egal, weil die Kaufentscheidung war ja das Gewicht letztendlich im Vergleich zu meinem Eigenbau-Gravel-Bike. Und das Ding hat 14,5. Das heißt, ich habe mir quasi mit diesem Bike teuer 4 Kilo Gewichtsersparnis erkauft. Diese merke ich aber. Und zwar ganz gewaltig. Egal ob beim Anzug oder wenn ich in den Wäldern unterwegs bin, wenn ich mal einen Berg hochhacken muss. Ich habe auch hier in der Gegend, in der Heide, irgendwo immer einen Berg. Gut, ihr Bayern, ihr seid außen vor. Für mich sind das Berge. Ne? Da muss ich hoch und das merkst du, wenn du ein Bike hast, was 4 Kilo weniger wiegt, ist schon spürbar. Und von daher muss ich sagen, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Teuer erkauft, ja, aber ich werde es auch eine ganze Weile fahren und dadurch wird es sich entsprechend runterrechnen, wenn man es denn so rechnen mag. Von daher passt das. Womit ich ernsthafte Schwierigkeiten habe und was wirklich noch geändert wird, demnächst, und das auch wirklich relativ schnell, ich glaube sogar noch vor den Reifen, sind diese leidigen Griffe. Die Tiagra-Griffe sind nichts für meine Hände. Irgendwie haut das nicht hin. Nach einer Stunde kriege ich Schmerzen in den Händen oder Taubheitsgefühl. Ist nicht schön. Da gucke ich mal, ob ich da irgendwas anderes kriege. Das habe ich vorher bei den Sora nicht gehabt und bei den Utegra-Griffen auf dem Rennrad auch nicht gehabt. Da muss ich mal gucken, weil das alles ein bisschen breiter ist. Vielleicht muss ich mir mal die originalen, die originalen GRX-Griffe reinziehen und muss mir das mal angucken. Vielleicht sind die ein bisschen besser. Ich habe mir die Tiagra-Griffe sogar unterpolstert. Habe hier noch ein Stück Tape drunter gemacht. Lenkertape einmal. Ja. Hat aber auch nur semi-mäßig geholfen. Also ich glaube, die Dinger kommen ganz, ganz schnell ab demnächst. Auf jeden Fall noch vor dem Herbst gibt es neue. Und dann schauen wir mal, was das dann bringt. Ein Lenker. Soweit bin ich mit dem zufrieden. Auch das Lenkerband ist in Ordnung. Das greift sich sehr, sehr schön. Da hatte ich deutlich schlechtere schon gehabt in der Vergangenheit. Ich denke, ich mache testweise mal den Satori Yukon ran. Ihr kennt das Teil mit diesem extremen Flair, der jetzt noch auf dem Schwarzen montiert ist. Da stehen auch noch die Schalthebel ein bisschen anders. Vielleicht hilft das ja auch, meine Probleme da mit den Schalthebeln auszumerzen. Ich weiß es nicht, ich muss es ausprobieren. Die GRX-Ruppe macht genau das, was sie soll, nachdem ich sie persönlich wieder neu eingestellt habe. Das hatte der Store wohl offensichtlich irgendwie vergessen. Das war Werkseinstellung und die war wahrscheinlich auch nicht so unbedingt gut. Da haben wir nochmal neu nachgestellt und justiert. Und dann funktioniert das auch. Ich habe ein paar Wochen vorher einige Bikes mir angeguckt. Ich habe immer geliebäugelt mit sowas, schon aus Gewichtsgründen. Und ich habe mehrere Bikes zum gleichen Preis gesehen, die noch 2 Kilo schwerer waren. Und mit dem Ding, sage ich mal, die erkauften 4 Kilo Gewichtsersparnis gegenüber meinem Eigenbau-Gravel plus die erkauften 2 Kilo gegenüber meinem City-Flitzer, der im Prinzip auch nicht mehr so wirklich tauglich ist, ist das schon in Ordnung.
Fahrräder werden halt leider immer teurer und dann muss man auch in der Einstiegspreisklasse für ein Trendbike mal 1200 Euro in die Hand nehmen und mal hinlegen. Ja, das mit dem Gepäckträger, wie gesagt, der fliegt wahrscheinlich die nächsten Tage runter. Werde ich mal die andere Ausrüstung probieren, ob ich da alles reinkriege, was ich brauche für meine nächste große Tour. Und dann gucken, ob das besser ist. Tube New Road ist eine Kaufempfehlung. Ein klasse Rad, klasse Gewicht. Eins ist mir noch aufgefallen, jetzt wo es die Tage so warm war. Ich habe hier vorne so richtig schön viel Staub und Dreck dran, weil sich das Fett löst. Also entweder haben die zu viel Fett reingemacht, was jetzt durch die Setzung von allem und durch die Temperatur vom Rahmen entsprechend rausläuft. Oder sie haben einfach zu dünnes genommen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass im Gegensatz zu meinem KS Cycling City Flitzer hier die Gabel demnächst mal rauskommt und dann alles mal schick gemacht wird und wieder rein. Gehe ich ganz fest davon aus. Ich gucke mir das mal an, wie das eigentlich darunter aussieht. Ich habe ja mir ein Studio gebaut mit Werkstatt und das ist eigentlich für den Winter erst gedacht gewesen. Da können wir so eine Sachen machen und da können wir da mal nachgucken, was denn da eigentlich so am Steuersatz zur Phase ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, bereut? Nein, auf keinen Fall. Es ist immer noch dreckig, ständig dreckig. Also daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Das hätte ich mir auch nicht so vorgestellt, aber muss man halt mit leben, wenn man ein weißes Rad nimmt. Ansonsten finde ich ein schönes Fahrrad. Und wenn ihr das irgendwo bei euch in der Nähe seht oder online auf einer der vielen Plattformen, die es da so gibt, ja, und ihr wollt euch sowieso ein Gravelbike kaufen, wäre das New Road in der richtigen Rahmenhöhe, wäre das top. Ein Verbesserungsvorschlag an die Jungs von Cube hätte ich. Guckt doch mal vorher, wenn ihr so eine Flaschenhalterung anbaut. Also Flaschenhalterungen, die Halterung, wenn ihr die Löcher da reinschraubt. Guckt doch mal vorher, ob das irgendwie auch mit euren eigenen Dingern passt. Weil wenn ich jetzt meine großen 1-Liter Flaschen nehme, ist mit Bikepacking irgendwie Ende. Das funktioniert nicht. Ich muss kleine Flaschen nehmen. So, ich habe natürlich hier unten noch eine Möglichkeit, irgendwas ranzuhängen. Aber wer will sich denn seine Trinkflasche unten in den Dreck hängen? Das ist auch suboptimal. Da kann man höchstens machen mit einer Trinkflasche voller Werkzeug und Ersatzteile. Das funktioniert, die kann dreckig werden, das ist gar kein Problem. Aber dieser Flaschenhalter zum Beispiel, der hätte deutlich weiter runter gekonnt. Und da der ja ein bisschen Luft hat und man in der Regel entweder eine AirTag-Halterung noch drunter schraubt oder so eine Luftpumpenhalterung, die auch in der Mitte hohl ist, kommt man auch über diese Schelle rüber hier. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. So, über die Farbe von dem Zubehör mit der Rahmenfarbe habe ich mich schon ausgelassen. Also da hätte man auch eine Edition machen können. Aber ansonsten ist das ein ganz nices Bike. Ich bin zufrieden, glücklich, Kauf auf keinen Fall bereut. Ich freue mich auf die nächsten tausenden Kilometer mit diesem Teil. Mehr hört ihr von dem Rad nicht, ihr werdet es aber allerdings die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall regelmäßig sehen. Das soll es gewesen sein mit diesem kurzen Video und dem Testfazit von dem Tube New Road WS HPA nach 1000 Kilometern. Ja. Wir haben da unten einen Button, da steht Abonnieren drauf und das dürft ihr gerne tun, wenn ihr das noch nicht getan habt. Abonniert meinen Kanal, das freut den Algorithmus und mich natürlich auch. Da ist ein Button, da gibt es ein Like oder könnt ihr ein Like hinterlassen für mich, wenn euch das Video gefallen hat. Freut mich auch und motiviert mich umso mehr, neue Videos und mehr Videos für euch zu machen. Es ist Urlaubszeit, wenn ihr Urlaub habt, wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Wenn ihr Ferien habt, wünsche ich euch schöne Ferien. Ihr geht raus, fahrt Fahrrad. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.